Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Rico's Story und unserer letzten Karte, die uns natürlich ins Wunderland führt. Ja, die habe ich mir extra aufgespart. Wonderland. Ach, das sind wieder diese Blumen. Gegner. Es gibt hier Karten bestimmt. Nein, da gibt es natürlich Blumen. Die sind immer noch viel stärker alle zusammen als ich. Blumen sind down. Karten bitte. Erfahrungspunkte, aber da. Und hallo. Wie geht's dir denn so? Nicht so gut, okay. Warum denn nicht? Weil du besiegt bist, okay. Ja, dann. Hier gibt's nur einen Weg vorerst. Spring Rikulein. Ich muss mal so ein Flugviech angreifen. Ja, ihr Typen seid auch überall. Und ihr Dickies auch. Du bist mal im Weg, Dicky. Ich wollte doch nur die Erfahrungspunkte. Hallo, Dicky. Nein, Dicky. Ich brauche neue Karten, bitte. So, dann bist du Geschichte und du springst. Dickylein. Der andere ist auch Geschichte. Hallo? Nein, da bin ich nicht gesprungen. So, nochmal angreifen. Neue Karten und springen. Ich komme da aus der Ecke raus. Dankeschön. Springen! Springen! Nee, doch nicht springen. So, komm. Dankeschön. Nee, ich wollte noch da oben hin. Und ich habe noch nicht mehr so viele Karten. Ich setze mal die grünen ein. Ich habe noch gar nicht auf die Karte geguckt, wo wir überhaupt sind. Wo sind wir, Leute? Da, jetzt müssen wir doch ganz da oben hin. Nach oben. Wo denn? Hallo ihr beiden. Ach, die Trötis sind wieder da. Trompetenviecher. Komm. Wollen wir eine Band gründen? Naja, 5 von euch sind ein bisschen zu viele. Ich brauche nicht alle. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Ich brauche nicht alle, habe ich gesagt. Ja, 2. Ne, ich will doch nicht mit euch eine Band gründen. Ich mag euch nicht. Nochmal die Lebenspunkte und dann gehen wir wieder auf Sinistra. Muss ich mal sagen. Ach, da geht's nach oben. Ich wollte jetzt eigentlich die Blume treffen und nicht die Viecher her. Für diese Welt brauchen wir eigentlich noch ziemlich viele Karten. Was jetzt ein bisschen doof ist. Da ich nicht mehr so viele habe. Springen und angreifen. Ich fahre euch gerne in den Rücken, wisst ihr das? Da ist der erste down. Springen und immer in den Rücken. Hey, ich stehe doch hinter dir. Ich stehe immer hinter dir. Ist nicht in diesem Fall nicht unbedingt was Positives. Auf jeden Fall für diesen Dicky da nicht auch. So. Geschafft. Hier, ich wollte hier rein eigentlich. Eine 4 plus. Das heißt, die roten. Ne, ich brauche mal nicht die roten auf. Ich brauche mal diese hier auf. Obwohl ich nicht genau weiß, was es mir bringt. Wo wollte ich denn hin? Ich wollte eigentlich geradeaus. Dann gehen wir mal nach rechts. Ich brauche jetzt mal ein bisschen diese Karten auf. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel eigentlich an sich noch dauert. Keine Ahnung.
Da kann ich nur weiter nach rechts. Nein, Dicky. Nein. Komm her. Ich will doch nur mit dir spielen. Jetzt habe ich da keine Karten mehr. Mickey? Dankeschön. Dann drehe ich doch nicht. So, dankeschön. Ich möchte nur die Erfahrungspunkte einsammeln. Ich tue euch nichts. Wenn ihr mir auch nichts tut, aber ihr tut mir was. Und das gefällt mir nicht. So. Das wären alle gewesen. Hallo, blaue Karte. Ich könnte eigentlich ein bisschen mehr die blauen Karten brauchen. Wieso kann ich jetzt nur weiter nach rechts? Okay. Ich gehe mal zurück. Weil ich habe eine Vermutung, dass es dort links weitergeht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, nennt es weibliche Intuition. Aber ich folge mal meiner Intuition. Und gehe hier lang. Neben der Kreuzung der Welten. Mal schauen. Ja, hier komme ich nachher hoch. Okay. Nein, Digi. Komm schon, du bist da. Nein, Dicky. Komm schon, Dicky. Gut, die beiden sind weg. Nur noch du und ich. Dreh dich doch nicht. Nein, spring. Dicky. Spring. Er hat mich noch erwischt. So. So. Wir hatten eine Betäubtheit. Nach oben. Aha, hier kriegt er mich nicht. Aber wenn ich runterspringe, kriegt er mich. Ist ein bisschen öde. Oh, ich wollte nur die Experience Points. Hey, 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 hey. Leute, kriegt euch wieder ein. Kriegt euch mal wieder ein. Ich brauche neue Karten. Moment kurz. Könnt ihr mal aufhören? Ich brauche neue Karten. Das ist unfair. Dicky, du bist im Weg. Komm. Nein, nicht den. Ich möchte den roten angreifen. Okay, cool. Du bist bescheuert. So, das ist kaputt. Bleibst nur noch du. Und noch ein Schlag. Dankeschön. Die Dicken geben eigentlich nicht schlecht Erfahrungspunkte. Und 6. Ja. Ich brauche mal die blauen Karten da. Dann müssen wir nach oben klettern und springen. Und direkt weiter. Eine 9. Ich nehme hier die 0. Ich habe doch keine 9, hallo? Ich brauche dann bestimmt irgendwann mal eine 0 und habe keine. Ja, geh da hoch, aber lass dich nicht angreifen dabei. Komm, die 4 schaffst du mit links. Gut, jetzt noch den einen da. Gut. Nein, die geht nicht umdrehen. Spring. Spring. Und direkt umdrehen, angreifen. Nochmal. Und nochmal. Lass ihn nicht sich umdrehen. Oh, ich dachte, ich musste jetzt noch die Karten aufladen. Aber ich habe es doch geschafft. Muss ich da oben lang? Ja, muss ich. Sehr wahrscheinlich schon. Eine 1, dann nehmen wir die 2. So, 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 so. Ich muss nach oben. Kletter da hoch. Ihr schwarzen Viecher könnt ja nicht klettern, Gott sei Dank. Ne, blaue 4. Oder eine 5. Ich nehme diese 5 da. Weil die Pause brauche ich vielleicht noch. Und jetzt kommt da die Herzkönigin. Oh. Oh. Ach, ich wollte schon fragen, wie mache ich dir Schaden? So, irgendwie.
Du bist hier nicht besonders stark. Aber du hast hohe Karten. Laden? Nein. Mickey nehmen? Nein. Au. Du brauchst einfach nur mich reinzulaufen und macht schon Schaden. Das ist die 8. Laden. Komm her. Komm, dich schaffe ich doch mit Springen. Nehme ich springen mich. Nein. Komm. So schwierig ist der nicht, Riku. Springen. Und aus dem Weg laufen. Irgendwas trifft mich da immer. Obwohl ich aus dem Weg laufe. Ich brauche neue Karten. So. Spring, Riku, und schneller. 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 Nein, der wurde gestochen. Ach. Komm, den schaffe ich doch. Dankeschön, wollte ich schon sagen. Ha, scharf, haben wir es wieder geschafft, Leute. Und sammeln all die neuen Erfahrungspunkte ein und die Karte vom Stelzenknüppler. Okay, ich wollte eigentlich auf Sinistra, aber wenn ich schon kann, gehe ich auf die Angriffspunkte. So, und jetzt müssen wir wohin? Das weiß keiner so genau. Okay, ich gehe mal nach rechts. Aus reiner Neugier. Hey, ist das wieder... Ja, ich weiß, ich habe die falsche... Also nicht die falsche Karte, sondern eine zu starke Karte ausgewählt. Da sind zwei Viecher schon da. Den Erfahrungspunkt ich jetzt einsammle. Karten, diese blau umrandet sind, kann ich nicht stecken, obwohl dass ich eigentlich stärkere Karten hätte. Das ist sehr gut zu wissen. Hey Leute, ich will doch nur die Erfahrungspunkte einsammeln. Nerv mich nicht. Ich sehe gar nicht mehr, wo ich bin. So. Ja, da bin ich tot. Das ist ja super, mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ne, du sollst die Tür aufmachen, du Vollarsch. Willst du dich schon wieder töten lassen, Riku? Ja, willst du. Schlag jetzt diese Spastiker. Komm schon. Nein, spring. Oh, und spring. Spring. Könnt ihr mal bitte in dieselbe Richtung. So ist es verdammt mühsam. Mann. Hallo. So, das ist ja der erste. Spring. Und einfach draufhalten. Klappt nicht. Na, das wird natürlich gestochen. Nochmal. Danke, Mickey. Könntest du an dem vorbeigehen und ihn nicht schubsen? Bist du so blöde? Du sollst an ihm vorbei, nicht ihn mitnehmen. Meine Güte. So, mal eine Verschnaufpause. Nee. Setz mal die Betäubtheit ein. Ach, von denen habe ich ja noch ganz viele.
dann setzen wir die doch ein. Und ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Das sind alles nur normale Räume, oder wie? Wo muss ich denn nach unten? Respektive, wie muss ich denn nach unten? Wieso habe ich nur so wenig Karten? Verliert er immer wieder Karten oder was? Oder verliere ich Karten, wenn ich down gehe? Das wäre ziemlich unfair. So, das bei Sora auch nie der Fall, oder? Ich habe extrem wenig Karten. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg, habe ich gesagt. Komm, es reicht mir. Komm weg, du Trompetenvieh. Dicky. So, da bist auch du weg. Wo sind meine ganzen Karten hin? Ich verstehe es nicht. Ich habe nur 22 Karten? Was zum Teufel? Ist das unfair? Nicht dahin. Wo ist die Tür? Die Tür, die Tür. Tür. Da ist nirgendwo eine Tür. Bin ich blind oder wieso sehe ich dann irgendwo eine Tür? Ich weiß es nicht. Du bist weg. Fehlt nur noch du und spring. Und jetzt umdrehen, direkt angreifen. Nochmal. Springen. Und noch ein Stich. Das war's für dich. Wo ist die Scheißtür? Was fällt dir an, mich einfach so im Flug anzugreifen, hä? Also ich meine, wenn ich am Leitern hochsteigen bin. Was fällt dir ein? Und wie das alles stärker und besser und toller als ich. Wird nur noch du wieder springen und gleich angreifen. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Geh mal da hoch. Ich bin immer noch nicht ganz oben. Noch weiter hoch. Weiter hoch kann ich jetzt nicht mehr. Ne, da ist es nicht. Warte mal. Ich gehe dir vielleicht weg mal. Hallo. So, hey. Wag es sie ja nicht. Zeit auf einen Streich und noch du und dann habe ich wieder meine Ruhe. Geh nochmal da hoch und spring in den Gegner rein, das ist super. Du weißt schon, dass ein Gegner hinter dir ist, Riku. Ja, wenn ich sie alle auf einem Haufen habe, so wie da, geht's super. Aber ansonsten ist das ziemlich bescheuert. So.
einfach mal da hoch, 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 hoch. Gibt's ja, da ist die scheiß Tür. Eine 5. Jetzt habe ich wieder so eine starke Gegnerkarte. Nein, da gibt's nichts. Da gibt's gar nichts. So, aber ich würde sagen, Leute, ich gehe noch durch diese Tür. Und machen dann mal Schluss für heute. Wir haben wieder einen sogenannten Boss gekillt und das muss für heute reichen. Bis dann, Leute. Und tschüss.